sind wieder unterwegs. Wir starten unsere erste Etappe unserer neuesten Reisefilmserie. Wo es hingeht, wollt ihr wissen? Nach dem Intro. So, erste Etappe beendet. Wir stehen jetzt in Hamburg. In Hamburg ist die Situation mit Campingplätzen nicht sonderlich groß. Ich hatte mir das für diese Riesenstadt auch anders vorgestellt. Aber wir stehen hier verkehrsgünstig an einer S-Bahn-Linie und sind somit schnell in der Stadt. Auch wenn dieser Wohnmobilstellplatz, auf dem man auch mit Wohnwagen stehen darf, nicht sonderlich einladend ist. Es ist einfach nur, man sieht es, eine asphaltierte Fläche. Aber für die 3 Nächte, die wir hier nur zum Schlafen sind, wird es wohl ausreichen. Denn wir haben für Hamburg ein großes Programm. Und da wollen wir doch wissen, wo wir stehen. Von dieser Eisenbahnbrücke haben wir tags und nachts etwas. Sie führt über die Süderelbe. Von Südost herkommend teilt sich die Elbe und umklammert die Kernstadt in Süder- und Norderelbe. Wir schauen uns im Stadtteil Finkenried um. Vom Stellplatz ist es nicht weit zum Bus und der bringt uns schnell nach Wilhelmsburg, wo wir in die S-Bahn umsteigen. Interessant ist die neue Hafencity. Hier wird noch kräftig gebaut. Neben Bürogebäuden entstehen auch Wohnquartiere. Besonderes Interesse erreicht die Elfi, die neue Hamburger Elbphilharmonie. Über eine lange Rolltreppe gelangen wir hinauf. Das im November 2016 fertiggestellte Konzerthaus wurde mit dem Ziel geplant, ein neues Wahrzeichen der Stadt und ein Kulturdenkmal für alle zu schaffen. Und das kann man nur als gelungen ansehen. Vom Umlauf der Plaza haben wir einen tollen Ausblick auf die Norderelbe, den Hafen und Teile der Stadt. Markante Türme erkennen wir. Komm, wir gehen einmal rundum. Auch die historische Speicherstadt wollen wir uns ansehen. So Leute, und wenn ihr das jetzt riechen könntet, da hinten die Kaffeerösterei,
die verströmt einen Duft. Das ist vom Feinsten. Aber es gibt ja noch kein Geruchsvideo. Von hier wird es auch einen eigenen Film geben. Gehandelt wird hier noch immer. Wir wandern nach St. Pauli, zu den Landungsbrücken. Seit Jahren liegen hier Oldtimer im Hafen fest. Hier die Kap San Diego. Sie dient heute als Hotelschiff. Man kann in Originalkabinen der Passagiere oder der Besatzung schlafen. Ebenso die Rigmarigmas. 1896 erbaut als Frachtsegler, dient sie heute als schwimmendes Wahrzeichen Hamburgs und als Museum. Und wenn da schon so viel Wasser um uns herum ist, legen wir auch ab. Mit der Linie 62 fahren wir elbabwärts bis Finkenwerder. Hier ist Endstation und sie legt Kurs Landungsbrücken an. Hamburg hat nicht nur großes Wasser. Nein, auch klein geht. Hier im Park Planten und Blumen. Er ist der Botanische Garten der Uni Hamburg. Zurzeit blühen die Rhododendren in all ihren Farben und Formen. Genieß es. Aber auch andere Frühlingsblüher erfreuen unsere Augen. Am neuen Tag fahren wir wieder in die Stadt. Heute besichtigen wir das Rathaus. Da haben die alten Hanseaten sich ein tolles Haus erbaut.
abends? Nein, nicht die Reeperbahn. Wir besuchen Tina. Wir wechseln unseren Standort und fahren an die Ostsee. Der Campingplatz Ivendorf soll uns beherbergen. Von hier aus fahren wir nach Timmendorfer Strand. An dieser Strandbar lassen die Schickis und die Mickis ihre Scheinchen. Udo ist wohl auch öfters hier anzutreffen. Nix für uns. Wir wandern lieber entlang der Promenade und freuen uns an den schönen Häusern. Heute fahren wir in den Hafen von Travemünde. Seit langen Jahren liegt hier die Passat vor Anker. 1911 erbaut, als stolzer Flying P-Liner, war sie eine der schnellsten Frachtsegler der Welt. Heute dient sie als Zeugin einer vergangenen Epoche. Sie ist eine maritime Legende, obwohl sie seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht mehr über die Meere segelt. Insgesamt umrundete sie 39 Mal das wegen seiner Wetterbedingungen berüchtigte Kap Horn. Denn sie wurde lange zwischen Europa und Südamerika eingesetzt. Komm mit auf unserem kurzen Spaziergang. Bald müssen wir den Exciting am Campingplatz abholen und in den Fährhafen fahren. Hier wartet schon die Acker auf uns. Früher hieß sie Nils Holgersson und sie hat uns schon viermal über die Ostsee gefahren. Ja, und jetzt endlich heißt es Leinen los. Mit fast 2 Stunden Verspätung verlassen wir Travemünde. Unser Ziel wird Trelleborg in Südschweden sein. Das heißt, wir kommen noch 2 Stunden später dort an. Die Robin Hood, auch ein Schiff der TT-Line, lassen wir jetzt hier links liegen. Sie wird aktuell auch beladen und wird uns wahrscheinlich später nach Schweden folgen. Später haben wir den Grund für die Verspätung erfahren. Die Hafenarbeiter haben für mehr Geld gestreikt.
Die Sonne legt sich schlafen und für uns wird es auch Zeit. Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.